Hallo und willkommen zurück zum Let's Play von Anno 2205. Jo, in der letzten Folge haben wir hier Investoren angesiedelt und haben ausgebaut und die Stadt vergrößert und damit wollen wir heute auch weitermachen. Ich würde auch gern diesen Quest hier beenden, weiterführen. Ja, ihr wisst schon, ne? Vorher allerdings geht's zum Mond zurück, um dort die Energie zu erhöhen. Hier ist wieder so ein Krisensektor, da habe ich jetzt keinen, ich habe keinen Bock auf diese Schlachten. Ich muss echt sagen, das ist nicht meins. Wir sollten zusammenarbeiten. Bauen Sie ein Gesundheitszentrum. Ich schaue auch mal, dass ich jetzt hier auf dem Mond noch ein kleines bisschen weiterkomme. Hier fehlt wieder irgendwas auf der Erde. Quantencomputer. Na, das kommt dann sowieso noch. Ansonsten, wie gesagt, jetzt wird die Energie hier erstmal besser produziert, so viel es denn nur geht. So, okay, weiter auf dem Mond, wie gesagt. Also, wir haben jetzt die Möglichkeit, das wieder zu vergrößern hier. Das machen wir auch. Zack. Ne, halt, falsch. Verdoppeln, nicht vergrößern. Nehmen wir so eins. Zack. Und eins, zwei. Sehr schön. Und hier unten noch Versorgung. Ups, daneben geklickt. Und hier unten noch diese andere, ne? Das andere Gut. Was brauchen wir hier? Was ist das? Helium 3, genau. Okay, jetzt hätten wir quasi eine Produktion von wie viel? Moment. 28 Fusionsenergiezellen. Sind das die hier? Ne, die machen die anderen Sachen. Was ist das? Ich bin gerade echt verwirrt hier. Wo werden denn die Fusionsenergiezellen hergestellt? Hier. Ja doch, okay. Hier wird Helium 3 und die Deuterium-Sachen von der Arktis genutzt, um Fusionsenergiezellen herzustellen. Ich habe 28 Überschuss, wohlgemerkt. Ne? Wenn ich das hier mal verbessere, 2, wo sind denn dann die anderen 10 hin? 12 Stück werden hier verbraucht. Na, wir schauen mal, was passiert Zeit. Nicht. Ich wollte mich nur erkundigen, wie es läuft. 3. Das geht, Moment, das geht um 50% hoch? Ja. So. Jetzt verbrauchen wir 13. Hä, wo ist denn der restliche Verbrauch davon hin? Kann ja hier kaum sein, oder? Hier, bei denen? Ach, hier wird es auch verbraucht. Okay, 10. Wow, okay. Ja, gut, dann macht das natürlich Sinn. Die Energie wollen wir hier nochmal erhöhen. Das kostet natürlich alles Haufen Kohle hier, ne? Also die Kreditswartung hier, 11.250. Oh, das kann man sogar verbessern? Wow. Finanzrechner ist ja mega geil. Na dann. Das ist ja mega gut. Achtung, Bilanz 15.000. Das ist Qualität, 16.000. Wie du siehst. Ja, das setzt sich doch noch ein paar ran. Das macht ja nichts. So viel Geld wie das hier kostet, das Gebäude. Modulmaximierung für diesen Typ erreicht. Ich habe jetzt 5 Stück. Ich habe die erstmal halbiert. Die Menge an, die Bilanz, die wir hier, ne, haben. Energie, wie sieht es denn damit aus? Ich könnte jetzt quasi, das hier ist auch ein Energiekraftwerk, ne, das könnte ich jetzt auch löschen. Zup, weg damit. Und das hier auch? Ne, hier wird Creep gesammelt. Und da auch. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die Energie durch diesen Reaktor, oder? Ist das richtig? 8000 wird hier produziert. Ja, das stimmt, ne? 200% und die machen von Haus aus 4000. Okay, das passt. Ich könnte das allerdings noch weiter erhöhen, weil es jetzt von der Preis-Leistung her echt gut ist. 6000. Ich brauche es nur eigentlich gerade nicht. Was wollte ich denn hier noch machen? Die Sachen habe ich verbessert. Wie sieht es bei denen aus hier? Bei denen. Das ist ein gutes Leben. Bei denen. Die brauchen Androiden und Gesundheit. Ich könnte das ja mal machen. Ja, da brauchen wir eh das Gesundheitszentrum. Das brauchen wir so oder so. Also daran lässt sich nichts vermeiden. Das kostet aber auch wieder auf Kohle, ne? 400.000, jawohl. Wenn es weiter nichts ist. Wie sieht es denn mit den Quests aus hier? Mit den Nebenquests? Kann man hier noch. Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Nee, muss nicht sein. Wenn hier 200.000 Credits irgendwo rumkommen, würde ich das machen, aber sonst. Nee. Okay, dann verschieben wir das auf später. Wir könnten jetzt mal Energie hier ableiten. Allerdings weiß ich überhaupt nicht warum. Ich habe nirgends Energiemangel. Erstellen Sie eine Transferroute von Energie. Für Energie vom Iwamoto-Krater nach Walbrook-Becken. Ja, okay. Ein bisschen können wir ja mal machen. Dann würde ich sagen, neue Transferroute. Energie. Von da nach da. 2000 erstmal. Machen wir gleich richtig.
und bestätigen. Was kostet das denn? Energietransmitter online. Oh wow, ist das geil. Protokoll für Energietransfer. Das ist natürlich mal eine. Alle Parameter grün. Total coole Sache. Energietransfer erfolgreich. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alle Ziele des Mondlizenzierungsprogramms erfüllt. Oh. Die Fusionsenergieübertragung wird nun den Energiebedarf der Erde decken und der Menschheit die Entwicklung neuer Raumfahrt ermöglichen. Die Global Union ist dankbar für ihre Kooperation. Ja, ist das geil, oder? Habe ich es jetzt geschafft? Ich hab das völlig aus den Augen verloren, dass das Ziel ist, mein Ziel in diesem Spiel jetzt hier. Ein letzter Punkt im Projektplan ist noch offen. Die und zwar, Ihnen Energie zu danken. Beschaffung. Für alles, was Sie für die Menschheit getan haben. Sie sind ein Vorreiter einer neuen Ära des Wohlstandes. Die Union hat große Pläne. Ihre Firma wird der offiziell von der Regierung zugelassene Lieferant von Mondressourcen sein. Und als Zeichen der Dankbarkeit erhalten Sie Baugenehmigungen für ein Firmenhauptquartier nach Ihren Vorstellungen. Verbindung okay. wird hergestellt. Sehr schön. Wir haben also das Hauptziel erreicht. Wir haben die Energie auf dem Mond produziert und sorgen dafür, dass diese Energie auf der Erde genutzt werden kann. Und zwar dauerhaft. Super, okay. Damit endet das Let's Play. Nein, natürlich nicht. Wir machen natürlich weiter. Wir haben jetzt hier noch eine neue Aufgabe bekommen. Wir müssen ein Firmenhauptquartier bauen. Und wir haben ja schon gesehen, das habe ich ja schon vorher gesehen, dass das ein ziemlich großes Ziel ist. Denn dafür brauchen wir 150.000 Investoren. Und ja, das werden wir auf jeden Fall versuchen zu realisieren. Übrigens kostet die Energieübertragung nichts. Das ist ja mega geil. Das ist ja mega, 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 mega geil. Okay, also wie gesagt, es geht jetzt hier weiter auf der Erde. Wir werden dieses große Ziel anstreben, diese 150.000 Investoren. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie schaffen kann. Aber ich gebe mir natürlich die größte Mühe dabei. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen weiterhin in allen Bereichen ausbauen. Und das wird eine ganze Weile dauern, bis wir das geschafft haben. Okay, also als erstes wollte ich gern mal etwas umsetzen, nämlich dieses hier, dieses Gebäude. Das setzen wir erstmal darüber. Okay, das passt auch. Und dann können wir nämlich quasi noch mehr Gebäude hier hinbauen, mehr Wohngebäude. Oh, die Biokost ist gerade auch echt gering vorhanden. Was ist denn das hier? Energie? Ja, ne? Na egal, das brauchen wir jetzt so nicht. Also, noch Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis Biokost. Das machen wir mal hier. So, und dann werde ich das gleich noch in die höchste Stufe bringen. 1, 2, 3, 4 und noch einen Wegrand und dann passt das. So, bis hierhin reicht. Okay, sehr gut. Und schon haben wir ein Plus wieder bei der Biokost. Es sieht auch beim Wasser schon wieder schlecht aus. Ja, man sieht schon, wenn man hier ein bisschen ausbaut, ist das Ganze schnell alles nicht mehr genug. Ich weiß gar nicht, womit ich wirklich anfangen soll. Momentan sollte ich vielleicht erstmal die Grundbedürfnisse erfüllen. Das ist in dem Fall Wasser und Nahrung. Das wird aber auf Dauer auch nicht mehr ausreichen. Also, so. Hätten wir das zumindest nochmal gleich ein bisschen erhöht. Die Vitamindrinks sind auch schon wieder nicht mehr genug. Das gibt's doch gar nicht. Die habe ich doch vor uns erst erhöht, oder? Ja, super. Dann bauen wir gleich noch so ein Teil. Nochmal eine Obstplantage. Es hilft alles nichts. Aber so läuft das nun mal. Ich muss auch sagen, ich hätte Lust, das Ganze noch von vorne zu beginnen. Nochmal alles von vornherein besser zu wissen, wie es funktioniert. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Das wäre dann irgendwann mal vielleicht eine interessante Sache. Okay, dann bauen wir hier noch solche Teile dazu, dass das auch wieder passt. Und eins von diesen Energiespargeräten. Okay, also Vitamindrinks passt auch wieder. Produktion von 210. Alter Lachs, ich krieg die Krise. Das ist schon eine ganze Menge. Luxuskost reicht auch nicht mehr. Also, wie gesagt, ich wollte jetzt hier die Stadt so vergrößern, dass ich unten die Stadt quasi lassen kann. Also ich... Was haben wir denn hier? Wir haben einen Haufen, einen riesen Platz haben wir hier noch. Also würde ich diese Insel jetzt komplett so machen, also diesen Inselteil hier, dass ich den nutzen kann, um die Stadt zu bauen, ne? Also alle Produktionsgebäude werden dann nach und nach ausgelagert. Wow, also das ist wie gesagt ein ganz, ganz großes Ziel. Das wird eine ganze Weile dauern, bis ich da ankomme, aber wir halten es im Auge, wir arbeiten darauf hin. Na? Okay, und damit fangen wir, womit fangen wir denn am besten an? Das Beste wäre, die Gebäude hier unten, naja, nach und nach abzureißen. Obwohl ich das so als kleine Nebenstadt eigentlich auch lassen kann.
Das kostet auch viel zu viel Platz, oder? Weg damit. Das bräuchte ich Energie, also bitte. So, weg damit. Was brauchen die denn hier? Vielleicht lasse ich das auch hier unten. Mobilität, ja klar, weil ich hier unten noch einen Bahnhof hinbekomme oder was. Wie soll denn das gehen? Ich könnte auch die Insel und die Insel mal mit nutzen, aber irgendwie... Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert hier von den ganzen Aufgaben, die sich mir stellen, die ich mir selbst gestellt habe. Aber das lässt sich wohl nicht vermeiden. Ich fange jetzt doch mal damit an, dass ich hier die Stadt vergrößere. Weiterhin, ne? Und dann versuche ich unten ein bisschen was abzureißen, dass dann entsprechende Voraussetzungen, die ich da unten sowieso nicht erfüllen kann, dann nicht mehr benötigt werden. Also, ich mache jetzt direkt nochmal die Reihe hier voll. Ja, das ist ganz schön viel, was da gebaut wird. Meine Biokost wird auch gleich nicht mehr ausreichen, genauso wie mein Wasser, das weiß ich jetzt schon wieder. Aber das macht ja nichts. Aber meine Baurohstoffe, meine Baumaterialien, die sind ja echt mehr als genug vorhanden. Ich muss schon sagen. Okay, Weg. Hey, Weg, nicht die kleinen Häuser. Die brauche ich nicht. Zack und zack. Ja, das geht jetzt hier ratzfatz alles ein bisschen schneller. Sonst kommt man ja nie voran, oder? Okay. Ich versuche dann auch erstmal, bevor ich jetzt ewig weit die Stadt in die Größe ausbaue, versuche ich dann später noch die ganzen Waren, die also, die sowieso benötigen, zu beschaffen. Nette Überraschung. Was, so, was jetzt reiße ich unten was ab. Ups, das eine hätte ich gar nicht abreißen brauchen, oder? Kommando zurück. Die hatten alles hier, ne? Ne, Mobilität fehlt ja auch. Okay, dann weg damit. Laut der Kampfdaten, so, das ist ja eh echt blöd, oder? Auf der anderen Seite. Ach, ich weiß, ich bin noch nicht so ganz sicher, aber das hat mir auch nicht gefallen vom Baustil her. Das sah so richtig scheiße aus irgendwie. Jo, also weg damit. Und schauen wir mal. Hier könnte man noch was anderes machen. In diesem Bereich, der hier noch frei ist, könnte ich noch weiterbauen. Ich könnte auch versuchen, die ganzen Produktionsstätten auf die anderen Inseln zu verlagern, um entsprechend dann trotzdem die erste und die zweite Insel als Wohninsel zu haben und die anderen als Produktionen. Mal sehen, wie wir das machen. Das wird sich noch zeigen. Also, ich erwarte, dass jemand... Bam. Und nochmal. Okay, Mobilität fehlt hier. Jetzt brauche ich hier wirklich einen Bahnhof. Ich werde jetzt gleich wieder merken, dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Oder ihr werdet das merken. Ich merke es jetzt schon. Allerdings können wir jetzt hier den Bahnhof hinsetzen. So. Neue Firmenstufe 26. Wow. So, haben die alles, was die brauchen? Was fehlt denn hier? Es ist ein Information fehlt hier. Umso besser, wo Sie jetzt da sind. Informationszentrum setzen wir hierher. Okay, reicht das für alle? Jawohl. Trotzdem kann keiner weiter aufsteigen. Es sind jetzt alle in der höchsten Stufe. Die können auch aufsteigen. Sie sind wirklich vorbildlich. Manager. Als Arbeit. Ich will das auch nicht abreißen, wenn es ja eigentlich so gut funktioniert, weil das ist ja eigentlich richtig dämlich, oder? Okay, 27. Nächste Stufe erreicht. Ja, ich muss schon sagen, ich bin selbst ein bisschen begeistert. Was ist denn das hier? Also, das ist eine... So, wo fehlt denn jetzt wieder die Mobilität? Ich sehe es gar nicht. Sieht es jemand? Ich sehe es nicht. Hier unten fehlt sie, okay. Ja, der Bahnhof ist da oben natürlich. Wo ist denn der überhaupt? Hier. So weit ist er doch gar nicht weg. Ist es die Menge, die da fehlt? Halt. Nee, Moment. Ich bin sicher, dass es wichtig ist. Drei? Ja, da reicht die Menge einfach nicht mehr. Kann ich hier unten noch so einen Teil hinbauen? Das ist, wenn ich das ein bisschen versetze. Ja, so ein Umbau ist schon immer eine feine Sache. Das reicht sowieso nicht, oder? Wenn ich das jetzt mache. Wir uns mal, Moment. Noch ein Bahnhof. Längs, natürlich. Warum denn nicht? So, machen wir das wieder her. Okay, dann hätte ich eigentlich die Häuser irgendwann gar nicht abreißen brauchen. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Mach ich es doch wieder her. Naja, das passt nicht. Einzelne Häuser. Ach, die einzelnen Häuser finde ich halt auch irgendwie dämlich, ne? Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigen Sie mich nun bitte. Ich muss mich um meine eigene... Dann da noch ein großes. Ja, dann baue ich das wieder her. Okay, das ist manchmal dann doch ein bisschen hin und her.
Liegt aber auch einfach daran, dass ich in gewisser Weise die Schwierigkeit habe, dass ich nicht alles perfekt vorausplanen kann. Ach so, ups, das war ja... Ach, ich bin bescheuert. Oje, oje, oje. Was war das? Das war Sicherheit, oder? Moment mal, hier fehlt aber gar nichts, oder? Ne, fehlt nichts. Doch hier. Das Vergnügen ist Info. Info ist das. Alles klar, alles klar, alles klar. Sorry, ich wollte euch nicht eure Informationen stehlen. So. Dann noch diesen Weg hier verbinden. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Okay, wenn ich jetzt diese Produktion woanders hinsetzen würde, wäre das auch eine feine Sache. Hier ist eine Sicherheitsabteilung. Was brauchen wir denn für das Stadion? 100.000, ja klar, kein Problem. Ich schätze mal, dass die Waren auch nicht mehr ganz ausreichen, so langsam. Neuroimplantate mal wieder, okay. Ansonsten im gemäßigten Bereich, die Biokost reicht auch nicht mehr. Oje, oje, oje. Ich kann es gar nicht alles auf die anderen Inseln machen. Das wird niemals passen. Luxuskost reicht auch nicht mehr. Intelliware reicht auch nicht mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss echt noch so viel umbauen. Ich werde mich dann erstmal hinsetzen und ein bisschen planen, schätze ich. Irgendwann zwischen den Folgen. Denn momentan ist das ein bisschen krass. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz zum Mond zurückgehen, weil ich dort noch etwas bauen wollte. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt gerne auf dem Mond noch dieses Gesundheitszentrum errichten. Das ist eigentlich keine große Sache. Dann könnte ich mal sehen, dass ich diesen Quest hier noch mit diesem Magnetitgenerator beende. Denn da würde ich auch nochmal an zusätzliche Rohstoffe kommen. Wow, was habe ich denn jetzt für ein Riesenlager hier? 930. Junge, Junge. Das ist schon übel, ne? Wir können auch mal reinschauen, ob der schon viel hier produziert hat. 11, ne? So viel ist es nicht. Was soll's? Also, Gesundheitszentrum. Das wird auch die Bewohner hier ein bisschen zufriedenstellen. Und dann fehlen auch noch die Androiden. Sorry, falls ich dich nerve. Aber du musst das bald erledigt haben. 113 Gesundheit brauchen die. Das schaffe ich doch mit einem gar nicht, oder? Das ist ja gar nicht so groß. Das ist ja schön. Ich dachte schon, das ist wieder ein Riesengebäude, was dann hier auf dem Platz verschlingt. Aber nein, das passt sogar. 400.000 Credits, das ist schon heftig. So, wie sieht's aus? Sie haben Befehle für mich? Das reicht? Ja, 10 von 26, super. Das sollte auch wieder mal... Wow, ich habe eine erschreckend hohe Bilanz. Okay, hätte ich das? Was muss ich denn jetzt machen als nächstes? Bauen oder halten Sie 3? Wollen die mich verarschen? 3? Ach Manu, ey. Was will ich denn mit 3 Stück davon? So viel Geld habe ich nicht. Da habe ich schon so eine riesen hohe Bilanz. Ich krieg das Wort nicht raus. Dann spule ich jetzt kurz, dass ich auf die 800.000 Credits komme. Das sollte ja nicht allzu lange dauern. Und dann werde ich sehen, dass ich diesen Quest hier nebenbei ein bisschen erfüllen kann. Ne? Ansonsten, was gibt's denn auf dem Mond noch zu tun? Momentan eigentlich nichts, oder? Ich habe hier, was fehlt denn hier? Hier fehlt die Gesundheit, okay. Würde ich dann hier noch so ein Gesundheitsteil hinsetzen? Wenn ich denn das Geld dafür habe, dann habe ich das sowieso schon. Das setze ich das erste schon mal her. Die kosten ja auch nicht so viel, oder? Ja doch, ein bisschen 8.000, alter Lachs, ey. Das ist ja mal übel. Zahlen die jetzt auch mehr? Nö. Naja, was soll's. Macht nichts. Kann ich hier noch Geld irgendwie ranschaffen? Wir freuen uns über Ihren Besuch. Iridium brauche ich nicht. Tschüss. Naja. Ja, ansonsten... Also wie gesagt, das sind so die Nebenquests. Ich würde auch gerne den Nebenquest auf der Erde dann langsam mal noch abschließen. Aber, ja, ist nicht so wichtig. Ich mache es jetzt wie folgt. Wieso reicht das hier hinten nicht? Muss ich denn tatsächlich hier hinten so ein Gesundheitszentrum hinsetzen? Das ist halt auch doof, oder? Dann machen wir das jetzt so. Die beiden Häuser, die setze ich mal hier runter. Dass ich da noch so ein Zentrum hinsetzen kann. Beziehungsweise das eine, was da rechts steht. Versuche ich mal hier oben in die Ecke zu bekommen. Und dann erkläre ich euch, was ich jetzt machen möchte. Also das dahin. Sehr gut. Ist auch ein bisschen näher. Also wie es ausschaut, scheint dann doch die Nähe ein bisschen... Sie führen eine Inspektion vor Ort durch? 20 von 18? Verstehe ich nicht. Habe ich das Bedürfnis jetzt gestillt? Ja. Okay, das sieht gut aus. Also wir machen es jetzt so. Ich werde jetzt an dieser Stelle den Part hier beenden.
Ich lasse dann offscreen den Zähler hier auf 400.000 laufen. Oder? Eigentlich ist das völliger Unsinn. Das mache ich natürlich nicht. Ich möchte euch doch alles zeigen, was ich hier mache. Ne? Okay. Und dann werde ich, sobald ich das Geld zusammen habe, ne? Sobald ich das. Natürlich nicht auf Screen, sondern das werde ich euch zeigen. Wie ich das Geld zusammen habe, werde ich das dritte Gesundheitszentrum errichten und werde dann diesen Quest noch beenden. Wenn ich diesen Quest hier beendet habe, mal sehen, was es noch für Stufen gibt. Ich versuche das zumindest direkt alles zu machen, ne, wenn das halt klappt. Wie gesagt, sobald es beendet ist, gehe ich auf die Erde zurück. Dann werde ich dort den anderen Nebenquest mit dem dritten Staudamm machen und anschließend die entsprechende Investorenzahl erhöhen, die Stadt ausbauen, die Wareneingänge erhöhen, dass das alles passt, dass wirklich alles da ist, was ich brauche. Und dann, ja, und dann sehen wir weiter, wie lange es dauern wird, bis ich diese 150.000 Investoren habe. Okay, wenn es euch gefallen hat, empfehlt mich weiter, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.